Also vielen Dank, lieber Thomas, vielen Dank, lieber Uwe, vielen Dank, liebe Silke, für die Einladung und vor allem an euch, die ihr alle hierher gekommen seid, von weit, von nah, von wo auch immer. Und für die, die mich nicht kennen, also ich habe einen YouTube-Kanal, der nennt sich Katharines Blick. Ich mache viel mit Hajo Müller, mit Falco, mit Sani von Verbinde die Punkte. Ich weiß, dass ihr im Osten hier sehr, sehr rührig seid. Ich bin froh, hier im Osten zu sein, um deine Frage zu beantworten, Thomas. Ich fühle mich hier sehr heimisch. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr, sehr gute Mischung, die mir als halb, also Tiroler Vater in Salzburg, als Künstlerin lebend und mit einer belgischen Mutter, wo dann auch ein bisschen Chaos reinkommt, ich fühle mich hier also sehr heimisch. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Nur kurz, weil es geheißen hat, von wegen, wie ich dazugekommen bin. Ich komme aus einer Künstlerfamilie, ich bin, war Künstlerin, gebe immer noch Kunstunterricht, aber mittlerweile ist das andere so in den Vordergrund getreten, dass ich nur noch wenig also dazu komme, selber zu malen, aber das ist egal. Wie bin ich dazu gekommen? Nun, mein ganzes Leben habe ich mich mit dem Spirituellen und mit der Suche, und ihr kennt das ja alle, ein Seminar nach dem anderen, eine Selbsterfahrung nach der anderen, und da kann man ja endlos und denkt immer, da fehlt noch was. Und dann hat man vielleicht das Glück, dass einem irgendetwas ganz, ganz Schreckliches passiert, ob das jetzt irgendwie ein Schicksalsschlag ist, was auch immer. Auf jeden Fall, das hat mich dann einfach von einem Tag aus dem anderen rauskatapultiert aus dem normalen Leben, und ich bin froh darüber, weil dann habe ich erst gemerkt, wie grotesk diese Welt ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn man im Beruf ist, ist man ja mit dieser Welt automatisch irgendwie, gibt ja wenige, die da so Nischen finden, wo sie nicht mit diesem System zu tun haben. Und wenn man mal raus ist, dann ist man raus und dann erkennt man, wie absurd das Ganze ist. Und ich glaube, euch hier brauche ich das wahrscheinlich weniger zu erzählen. Das ist, glaube ich, bei uns eher so, dass man da so drinnen ist, dass man das als völlig normal empfindet. Ja. Also ich weiß, dass meine ersten treuen Viewer immer aus dem Osten kamen und ich das erstmal am Anfang nicht begriffen habe, dass die kein Englisch, sondern eher Russisch können, und da habe ich immer die Links drunter gegeben, weil kapiert, dass hier was falsch läuft, habe ich vor allen Dingen, als Donald Trump gewählt wurde und ich gemerkt habe, hier wird jetzt ein ganzes System aufgedröselt und exponiert, und es zeigt sich, wie absurd das Ganze ist, und dann habe ich immer gesagt, ja, da unten habt ihr die Links, und dann kamen die Rückmeldungen, wir können leider kein Englisch. Ja gut, da habe ich angefangen, das Ganze zu übersetzen. Heute macht das Falco, da muss ich das nicht mehr machen. Und nachdem ich dann gemerkt habe, es gibt Sani, es gibt Falco, es gibt Hajo Müller, aber es gibt wenige, die sich irgendwie um die Seele kümmern und darum, was hat denn das eigentlich alles mit uns zu tun? Und dementsprechend haben sich meine Blicke immer mehr in die Richtung entwickelt. Und das passt wunderbar zu unserem heutigen Thema. Die Silke hat mich eingeladen, sowohl hierher nach Chemnitz als auch nach Dresden morgen. Und heute hatte sie dann vorgeschlagen das Thema Kaspar Hauser. Und sofort habe ich spontan gesagt, da bin ich sofort dabei. Ich hatte eine sehr seltsame Kindheit, war sehr verwahrlost und habe als Kind schon gesagt, ich bin Kaspar Hauser. Ich will jetzt nicht eine von diesen Reinkarnationsnummern hier liefern, weil das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich habe keine Ahnung, warum ich als kleines Kind gesagt habe, ich bin Kaspar Hauser. Aber es ist auch nicht so wichtig, weil ich glaube, in jedem von uns gibt es einen Kaspar Hauser. Das ist dieses verwahrloste Kind, an dessen Seele einfach Missbrauch geübt wird, das nicht leben konnte, das im Verlies überleben muss, das überhaupt nur überleben kann in diesem System, wenn es sich verleugnet. Also ich denke, es gibt in jedem von uns einen Kaspar Hauser, ob wir das jetzt unbedingt wollen oder nicht, ob wir das verleugnen oder nicht, oder ob wir den schon wunderbar integriert haben und der spielt jeden Tag hier mit uns, ist wunderbar in uns integriert, das kann ja auch sein. Und das wurde ja auch eine wunderbare Lichtgestalt, das werden wir sicher jetzt alles erfahren, denn die eigentliche Expertin zum Thema ist ja die Silke. Aber ich habe gesagt, ich mache gerne immer die Querverbindung, weil die Frage ist ja, was hat denn bitteschön Kaspar Hauser mit uns zu tun? Und zwar, was hat er mit uns persönlich zu tun? Ne? Aber was hat er auch damit zu tun, mit dieser Beschneidung der Menschenwürde und der Menschenrechte? Und ich glaube, gerade ihr hier im Osten wisst am besten, ich meine, im Westen erfahren Sie das jetzt gerade erst durch diesen koronisierten Wahnsinn. Aber ich denke, ihr habt das schon viel früher hier erfahren, ne? Diese Beschneidung der Rechte und das Ganze in einem sogenannten Rechtsstaat. Ne? Und das hat ja auch Kaspar Hauser erlebt, ne? Dass da gar kein, einerseits die unglaubliche menschliche Wärme, das hat er ja auch erfahren, dann später, ne? Also da wurde ihm ja auch Gutes zuteil, aber eben auch die, ja, die dunklen Kräfte, mit denen wir ja heute offensichtlich zu tun haben, die damals noch ein bisschen verborgener waren. Und von daher ist es natürlich auch ein Kampf gegen das deutsche Volk, gegen die deutsche Seele, das kann man durchaus sehen, dafür steht auch Kaspar Hauser.
Und dann kommt natürlich noch ins Spiel, Rudolf Steiner hat sich mit Kaspar Hauser beschäftigt und ich glaube, die Silke wird auch ein bisschen darauf eingehen, ich vielleicht auch, ich weiß es noch nicht. Und da kann man sehen, da waren zwei Lichtgestalten, die vielleicht hätten das deutsche Schicksal wenden können, aber es hat irgendwie damals noch nicht gereicht. Ne? Dann kam das Übel über Deutschland in jeder Hinsicht und vielleicht ist es heute an der Zeit, vielleicht ist das heute möglich. Und dementsprechend finde ich das keinen Zufall, dass wir jetzt hier stehen. Und wenn wir euch jetzt einladen, ein bisschen dem Weg von Kaspar Hauser zu folgen, dann ist das natürlich zum einen ein Weg, euch mit euch selbst zu verbinden, mit eurem kleinen, traumatisierten, verwahrlosten Kind. Aber natürlich, es ist auch ein spannender Polythriller, es ist ein Lehrstück, ein Psychogramm, es ist auch ein Seelenweg und eine Initiation. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Punkt, um an die Silke Bachmann zu übergeben. Danke, liebe Katharin, das hast du wunderbar gemacht und wirklich auch den Nerv hier getroffen. Vielen, vielen Dank für die warme... Ja, genau. Also Kaspar Hauser, ich bin durch den letzten Vortrag unweigerlich drauf gestoßen, dass wir... Oh, ich habe Gänsehaut auch bei deinen Worten, weil er so viel mit uns zu tun hat und wir haben heute schon so viel auch davon bewegt, gell? Es ist so, es gibt wohl gar kein Thema, was nicht an Kaspar Hauser, also was das nicht berührt. Ne? Der Kampf des Glaubens gegen den Unglauben, das, was unseren Volksgeist, den Deutschen, wirklich betrifft, weil es ein dem deutschen Volk, dem deutschsprachigen Volk innewohnender Glaube ist, ein ganz natürlicher, eingeborener. Und das war auch Kaspar Hausers Auftreten. Er war so eine reine Seele, ein unbeschriebenes Blatt. Und ja, ich wünsche euch wirklich viel Besinnlichkeit und Andacht auch, dass wir das schön schaffen zusammen. Kaspar Hauser, das Kind Europas oder die Trägheit des Herzens. Genau, das... ist also Kaspar Hauser. Wir sehen auch hier, dass er schon eine Wunde hat, da kommen wir dann noch später drauf zurück. Aber ihr könnt schon sehen, an dem Blick, an dem ganzen zurückgenommenen Wesen, dass da ein sehr hoher Geist innewohnt. Das ist auch die Frage, war er überhaupt ein menschliches Wesen? Kaspar Hauser wurde am 29.09., das war ein Michaeli-Tag, 1812 in Karlsruhe im Sonnenschloss geboren als Sohn von Stephanie de Beauharnais. Habe ich das richtig ausgesprochen? Also Stephanie von Großherzogtum Baden als Adoptivtochter Napoleons und Karl dem Großherzog von Baden. Er konnte nur wenige Tage in seiner Wiege bleiben und wurde dann für immer aus seinem geliebten Sonnenschloss geraubt und gegen einen sterbenden Säugling ausgetauscht. Also da hat man natürlich auch Hand angelegt. Und man geht davon aus, dass er etwa 2 bis 2,5 Jahre in einer Pflegefamilie wahrscheinlich in Adelskreisen gebracht wurde, wahrscheinlich in Ungarn, weil er sich dann später auch erinnern wird an diese Sprache. Und es gibt da auch eine Haushälterin, die dann auch sehr merkwürdig reagiert hat auf diese Frage hin, ob sie da eine Verbindung sieht. Ja, es wurde natürlich eine dynastische Absicht benutzt von der Sophie von Hochberg, das ist eine Nebenlinie der Zähringer. Die Zähringer waren übrigens das älteste Adelsgeschlecht in Deutschland, schon aus dem 11. Jahrhundert und waren schon auch Könige von Gottesgnaden, das kann man schon sagen. Also sie waren dem Volk sehr nahe und es war noch nicht so dann wie bei den Hohenzollern, dass dann bestimmte Dinge also einfach abgefallen waren und diese Volksnähe weg war und auch eben dieses Durchchristete, was da durchaus in Süddeutschland noch vorhanden ist zu dieser Zeit. Ja, man hat ihn dann aus der Familie in die Oberpfalz gebracht, auf Schloss Pilsach und unter einem Treppenverlies etwa 13 Jahre sitzend, angebunden am Rücken, der konnte sich also gerade so zur Seite neigen zum Schlafen, bei Brot und Wasser, in völliger Dunkelheit gehalten.
Also man hat ihn sogar zur Pflege narkotisiert, damit er überhaupt keinerlei Ansprache hat. Und da deutet sich schon sehr okkultes, schwarzmagisches auch Wissen an. Ja, und also er hatte eigentlich nur ein Holzpferdchen bei sich. Das wurde gefunden auf Schloss Pilsach und das entsprach auch der Beschreibung aus Überlieferungen. Das war, dem hat er immer zuerst seine Brotkrümen geformt. Also wenn das Pferdchen, also wenn das Wasser und das Brot dann da waren, hat er zuerst immer an sein Pferdchen gedacht und hat das gefüttert. Und im Grunde ist das ja vom Geistigen her auch eine ganz große Seelengabe oder auch eine Gnade, dann was gut zu machen an dem 30-jährigen Krieg, den wir erlebt haben. Und dem gerade besonders mit den Pferden auch ganz furchtbar umgegangen ist. Am 26. Mai 1828, da war er 16 Jahre alt, tritt er uns so auf dem Unschüttplatz in Nürnberg entgegen, als Findling, ein vollkommen rätselhaftes Wesen erscheint. Und ja, er kann auch nicht sprechen, er lallt mehr oder weniger. Man hat ihm einen Satz eintrainiert, solche Söttene, einer möchte die werden, wie mein Vater einer quer ist. So. Also diesen Satz konnte er, den hat er auf jede Frage im Grunde dann auch geantwortet, ja, weil er nichts anderes konnte. Ja, was ist Pfingsten? Ist das nicht auch ein Hinweis auf seine Herkunft? Das ist ja das Fest des Heiligen Geistes oder eben auch der freien Individualität in der neuen Gemeinschaft. Die neue Gemeinschaft, die Pfingstgemeinschaft. Und das Johanneswort, das hatte ich jetzt auch bei dir gelesen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist so die Sendung Pfingstens und die Erfüllung des Pfingstgeheimnisses, ja. Vielleicht ist es auch wie ein verborgener Aufruf an uns, dass es künftig der höchsten Erkenntnis bedürfen wird, um in seiner Wahrheit erkannt zu werden. Denn das ist zu seiner Zeit wahrscheinlich nur ganz wenigen gelungen. Genau, und da haben wir auch die Verbindung zum deutschen Volksgeist. Würdest du uns mal Seite 27 vorlesen, wie es aus Kaspar aus späterer Sicht dann schildern wird, wie er das erlebt hat, als er dann schon schreiben und rechnen und lesen konnte, wie er sich dann erinnert an diese Zeit, als alles auf ihn einstürmte. Und Mikrofon wäre vielleicht nicht schlecht, alles klar. Also das ist ein Zitat aus dem Buch Kaspar Hauser, das Kind von Europa, in Wort und Bild dargestellt von Johannes Meyer und Peter Stradowski. Und da lesen wir auf Seite 27 Hausers erstes Auftreten in Nürnberg, von ihm selbst beschrieben. Ich stand eine Zeit lang an der nämlichen Stelle, an welcher mich der Mann verlassen hat, bis derjenige Mann meinen Brief abnahm und mich in das Haus des Herrn Rittmeisters brachte. Als ich in dem Haus ankam, empfand ich von einer starken Stimme, die ich dort hörte, heftige Schmerzen in dem Kopf. Der Bediente setzte mich auf einen Stuhl und suchte mich auszufragen, doch ich konnte nicht mit anderen Worten antworten als mit denjenigen, die ich gelesen hatte und die ich ohne Unterschied gebrauchte, um Müdigkeit und Schmerzen auszudrücken. Er brachte mir hierauf einen zinnernen Teller mit Fleisch und einem Glas Bier. Der Glanz des Tellers und die Farbe des Biers gefiel mir, aber schon der Geruch verursachte mir Schmerzen. Ich schob es weg, er wollte es mir aufdrängen und ich schob es immer zurück. Dann brachte er mir Wasser und ein Stückchen Brot. Das erkannte ich gleich und nahm es in die Hand, aß und trank. Das Wasser war so gut frisch, dass ich 3 bis 4 Gläser austrank und mich ganz gestärkt fühlte. Dann legte er mich in den Pferdestall und ich schlief sogleich ein. Als der Herr Rittmeister und nach Hause kam, weckte man mich auf. Ich sah eine Uniform und Säbel und ich erstaunte und freute mich daran und wollte, man solle mir ein solches glänzendes, schönes Ding geben. Ich sagte, ich möchte so ein Reiter werden, wie mein Vater ist, womit ich, nicht sächsisch, sondern auf österreichisch, womit ich zu verstehen geben wollte, man solle mir ein solches glänzendes, schönes Ding geben. Sie fingen zu sprechen an und so stark, dass es mir im ganzen Leib wehgetan hat. Ich fing an zu weinen und sagte dieselben Worte. Dann führten sie mich auf die Polizei und das war mein schmerzlichster Weg. Als ich hinkam, waren sehr viele Menschen da
Und ich erstaunte und wusste nicht, was denn dieses sei, das sich so bewegt, welche immer sprachen und sehr stark. Und dann gaben sie mir einen Schnupftabak, welchen ich in die Nase ihn tun musste. Dieser tat mir sehr, sehr weh und ich fing an zu weinen, weil ich schreckliche Schmerzen im Kopf bekam. Sie plagten mich noch mit allerhand Sachen, welche mir schreckliche Schmerzen verursachten, und weinte immerfort. Als ich eine Zeit lang auf der Polizei gewesen war, führten sie mich auf den Turm. Ich musste einen sehr hohen Berg hinaufsteigen und weinte, weil mir alles sehr, sehr weh getan hat. Als ich auf den Turm kam, sprach wieder einer so stark, dass ich noch mehr Schmerzen empfand. Derselbe führte mich noch einen größeren Berg hinauf, das ist die Stiege gewesen. Er machte die Türe auf, welche einen besonderen Hall von sich gab, und da konnte ich erst ausruhen. Aber ich weinte noch eine Zeit lang, bis ich einschlief, weil mir alles sehr wehgetan, und endlich schlief ich doch ein. Als ich erwachte, hörte ich etwas, worüber ich so in Erstaunen geraten war und mit einer solchen Aufmerksamkeit lauschte, weil ich in meinem vorigen Zustand nie etwas solches gehört hatte. Diese Aufmerksamkeit, die kann ich gar nicht beschreiben. Ich horchte sehr lange, aber nach und nach hörte ich nichts mehr und verlor ich die Aufmerksamkeit. Ich fühlte die Schmerzen an meinen Füßen. Ich bemerkte, dass ich in den Augen keine Schmerzen fühlte. Und warum empfand ich keine? Weil es nicht Tag gewesen ist, welches für meine Augen die größte Wohltat war. Aber sonst fühlte ich im ganzen Leib Schmerzen, besonders an den Füßen. Ich setzte mich auf, ich wollte nach meinem Wasser langen, um meinen Durst zu stillen, den ich fühlte. Ich sah kein Wasser und kein Brot mehr. Stattdem sah ich den Boden, der ganz anders ausgesehen hat als in meinem früheren Aufenthaltsort. Ich wollte mich nach meinem Pferde umsehen und mit spielen. Es war aber auch keines da, worauf ich sagte, ich möchte aber so ein Reiter werden, wie mein Vater ist, womit ich sagen wollte, wo sind die Pferde hin und das Wasser und das Brot. Dankeschön. Also in diesem Gefängnisraum hat er etwa 7 Wochen gelebt und er war sehr irritiert von den Geräuschen, von dem Licht, auch die Sinneseindrücke, alles, was auf ihn einstürmte. Er hatte ja noch gar kein räumliches Sehen. Also es war alles wie ein riesengroßes Bild, was er gar nicht verarbeiten konnte. Und es hatte sich aber mittlerweile ja, in halb Europa rumgesprochen, der über den Wilden, der im Loch gefangen gelebt hat so lange. Und die Leute kamen dann überall hergeströmt, um ihn zu sehen und haben dann mit ihm sprechen wollen, wollten sein außerordentliches Gedächtnis prüfen, was wirklich einzigartig war. Und schön zu sehen war auch, dass er seine Zeichnungen, die er gemacht hat und dann mit seiner Spucke dann an den Gefängniswänden angeklebt hat, abends dann auch wieder ganz peinlich zusammengeräumt hat, weil die Ordnung, das war wie so ein Anker, an der er sich festgehalten hat, diese ganz stierige Ordnung. Und aber die Menschen hat es natürlich gefreut, seine Zeichnungen zu sehen und Tests mit ihm zu machen. Nur Kaspar war dem Rummel auf Dauer gar nicht gewachsen. Er kriegte dann Zittern und auch wie Art epileptische Anfälle, Fieberschübe. Und der Gerichtspräsident Anselm von Feuerbach, Ritter von Feuerbach, er hat sich seiner angenommen. Er hat mal so einen Anfall miterlebt und hat das verstanden, dass es für Kaspar viel zu viel war. Er war also damals der Präsident des obersten Gerichtshofes und hat sofortiges Besuchsverbot für Kaspar erwirkt und wurde auch später ein väterlicher Freund von Kaspar. Er diagnostizierte das an Kaspar begangene Verbrechen auch als Kriminologe und schildert mit warmer Sympathie und mit Betroffenheit sein Schicksal in dem Buch Das Beispiel am Verbrechen an dem Seelenleben eines Menschen. Das ist dann im Januar 32 erschienen. Er begeisterte dann auch Gymnasialprofessor Georg Friedrich Daumer für das Schicksal Kaspar Hausers. Und aber auch natürlich Tucher, das ist dann, und der wird ihn dann unterrichten und rechnen, schreiben, lesen, reiten lernen. Ja, aber zunächst nimmt ihn ein Gefängniswärter mit, weil der selber kleine Kinder hatte und gemerkt hat, dass Kaspar auf dem Stand seiner kleinen Kinder ist, geistig, seelisch gesehen, und nimmt ihn mit nach Hause und lehrt ihn erstmal auf dem Stuhl sitzen und seine Hände gebrauchen und
Worte zu bilden. Aber nach wie vor verträgt Kaspar nur Brot und Wasser. Er übersiedelt dann am 18. Juli zu Professor Daumer und sozusagen erschienen dann, also die in dem Maße, wie die Logik an seinen, also die Lehrinhalte an seine Seele herangetragen wurden, sind diese unglaublichen Gedächtnisleistungen immer mehr verschwunden. Also diese vor allen Dingen Fähigkeit, in der Nacht zu sehen, im Dunkel oder eben auch telepathische Dinge zu vollbringen. Da würde ich dich wieder bitten. Ich bin die Leserin. So. Wenn er sprach und sich auf die an ihn gerichteten Fragen auszudrücken bestrebte, nahm er beide Hände zu Hilfe und zwar mit einer ganz eigenen, sonderbaren Stellung der Finger, nämlich Daumen und Zeigefinger zusammengelegt, die übrigen Finger ausgestreckt und die innere Seite der Hand gegen den hingekehrt, zu welchem er sprach. Seine Sprache war die eines Kindes im zweiten oder dritten Lebensjahr. Vorherrschender Gebrauch des Infinitivs, von sich sprach er nur als Kaspar. Nicht als ich, selbst das Du verstand er nicht, sondern meinte, Du wäre der Mann, bei dem er gewesen war. Wenn im Gespräche mit ihm ein Ausdruck, eine Vorstellung, die ihm nicht klar genug war, vorgebracht wurde, so wiederholte er das Wort mehrere Male für sich, als wolle er mit sich zu Rate gehen, was das heiße. Er hörte und sah dann nicht mehr, vernahm selbst den Zuruf seines Namens nicht, sondern versuchte nur zu begreifen, was ihm da Neues geboten war. Wenn er sprach und besonders, wenn er von etwas ergriffen war, so veränderte sich seine Gesichtszüge auf eine merkwürdige Weise. Die Augen öffneten sich weit, der Mund zog sich zurück und öffnete sich halb und eine Klarheit strahlte plötzlich über sein ganzes Gesicht. So war es, als er von einem schönen Mädchen sprach, das ihm Klavier vorgespielt hatte. Hierbei ist aber an keine Geschlechtsbeziehung zu denken, von dieser ist bis jetzt keine Spur in ihm. Ein Mädchen, eine Frau war für ihn anfangs wie jedermann ein Bub, das heißt der Bub. Nur der Umstand, dass Weiber Frauenröcke haben, hat ihn gelehrt, einen Unterschied zu machen und sie Frau zu heißen. Die Reizbarkeit seiner Nerven war erstaunlich. Es war, als ich mich bei ihm befand, Johannes Kirchweih, und es zog von seinem Fenster Musik vorüber. Da riss er hastig das Fenster auf und gaffte mit höchster Anspannung hinaus. Wiewohl man seinen Augen sehr wohl ansah, dass sie nicht sahen, auch nicht die Musikanten, sondern lediglich die Richtung bezeichneten, nach der sein ganzes Wesen hinstrebte. Den Mund geöffnet, horchte er und horchte lang, bis die letzten Töne in der weitesten Ferne verhallt waren. Ja, selbst noch lange nachher lauschte er, ob er nicht imstande sei, noch welche zu erreichen. Dabei zuckte sein ganzes Gesicht und ein Zucken ging durch seinen ganzen Körper. Übrigens stand er unbeweglich und hielt beide Hände in derselben Art vor sich hin, wie ich es oben beschrieben habe. Seine Empfänglichkeit für Musik hatte jemanden veranlasst, ihm eine Glasharmonika, Glasstäbchen, auf die man mit zwei kleinen Hämmern schlägt, zu schenken. Er hatte auch mehrere Stücke gelehrt und diese nun auf seine Weise höchst originell weiter ausgebildet. Im Ganzen war darin mehr ein allgemeiner Rhythmus als eigentlicher Takt. Er spielte mit großer Sicherheit und keine falsche, das heißt übeltönende Folge war zu vernehmen. Seine Fähigkeit für alles Mechanische ist ganz bewundernswert. Er sah eine Frau stricken und wie er alles, was er sieht und zu erfahren und zu begreifen sucht, dehnen heißt, so wollte er lernen heißt, so wollte auch, er auch dieses lernen. Tags darauf, nachmittags, hatte er an einem Strumpf eine starke Handbreit langes Stück gestrickt und so fest und gleich, wie es nur die geschickteste Frauenhand vermag. Herr von Grundherr hatte beim Fortgehen mit dem Stock gespielt, sodass dieser durch das Hin- und Herschwanken die Zipfel seines Rockes auseinanderschlug. Das zu begreifen war nun der Gegenstand seiner besonderen Untersuchung. Auch lernen rief er und versuchte es so lange, bis er das Gleiche hervorgebracht hatte. Entfernte Gegenstände schienen ihm ganz nah, nur kleiner als nähere zu sein. Von den Wirkungen eines Spiegels war er aufs Höchste überrascht. Unter den Farben schien ihm das Rot der Rose die liebste zu sein. Von Hitze und Kälte schien er keinen Begriff zu haben. Er griff in das Licht, um es als etwas Neues genau zu betrachten. Gerüche affizierten ihn so stark, dass er eine wohlriechende Blume mit Abscheu weit wegwarf. Dankeschön. Ja. Professor Daumer war vor allen Dingen Naturwissenschaftler und er hat ihn natürlich auch getestet und war unglaublich stolz auf seine Fortschritte. Also er lernte unglaublich schnell und hat das aber auch immer verbunden mit das noch lernen und dann heimgehen. Er sprach immer vom Heimgehen, ja.
Und er hat dann, eines Tages haben die mal einen Ausflug gemacht und sind gemeinsam dann mit den Kollegen ins Grüne rausgegangen und er hat dann den Kaspar weit vorausgehen lassen und hebt dann seinen Arm hoch. Der geht also weiter und dann bleibt er stehen und dreht sich abrupt um. Also er hat das vollkommen gemerkt und da waren die ziemlich fassungslos und dann hat er ihn aber noch weiter gehen lassen, nochmal so weit und dann ist dasselbe wieder passiert. Also der konnte noch, die hatte diese ganzen feinen Sensoren, um das alles noch wahrzunehmen. Das verliert sich, je mehr er in diese Intellektualität hineinkommt. Genau, und am 17. Oktober 1829 passiert im Hause von Professor Daumer das erste Attentat auf ihn. Also ein Unbekannter wollte ihn niederstechen und er hat aber in letzter Sekunde, ist er mit dem Kopf irgendwie ausgewichen und da hat er ihn hier schwer verletzt mit einem Messer. Und das war natürlich ganz zufälligerweise der Tag, an dem Lord Stanhope, Earl of Kent, in dem Hause oder überhaupt in Ansbach das erste Mal aufgetaucht ist. Kaspar Hauser mit 18 Jahren, dann ungefähr anderthalb Jahre später, bei seinem Mondknoten tauchen dann beim ersten diese ganzen zauberhaften Fähigkeiten nochmal auf. Das ist wie so ein Aufleuchten. Aber von dem Moment an muss er natürlich auch jetzt gut überwacht werden und hatte zwei Polizeibeamte an seiner Seite, die immer 24 Stunden lang auf ihn aufpassten. Er zieht dann im Januar 30 zum Magistrat Biberach und vor allen Dingen dessen Frau beaufsichtigte ihn quasi rund um die Ohren. Das hat ihm gar nicht so gefallen, dem Kaspar. Er fühlt sich da nicht so wohl wie im Hause Daumer. Er hat dann einen Waffenunfall, weil man ihm eine zur Selbstverteidigung gegeben hat und das war wirklich dumm. Da hat sich wohl ein Schuss gelöst, aber es ist nichts weiter passiert. Und trotzdem übersiedelt er dann zu seinem Vormund Tucher. Und Gottlieb Freiherr von Tucher wird ihm dann ganz schnell zu einem treuväterlichen Freund. Er war hochgebildet und vor allem Jurist, war aber auch in der Kirchenmusik ganz rege und hat sich vor allen Dingen für die Erhaltung und Förderung alter Kirchenmusik verdient gemacht. Er wurde also im Dezember 1829 auch dank Feuerbachs zu seinem Vormund und hat sich unglaublich viel Mühe gegeben und war engagiert, um Kaspar Hauser, um das alles zu handeln. Er geht also dann auch zu Tucher nach Ansbach, der Kaspar, und im Mai 31 taucht der Stanhope, also tauchte in Nürnberg auf und hat ganz schnell den Kontakt zu Kaspar Hauser und Gottlieb von Tucher hergestellt, vermittels seines Bankiers Merkel, und hatte dann sofort einen Termin beim Bürgermeister Binder. Und weil eben der Kaspar jeden Sonntagmittag dort gegessen hat, deswegen hat er dann gleich den Bezug hergestellt und war dann sozusagen schon dazwischen, zwischen Tucher und Kaspar Hauser. Ja, in der Zeit, es gab noch einen zweiten, der hatte ein ziemlich ähnliches Schicksal wie Kaspar, der Herzog von Reichstädt, Napoleon François Bonaparte, der Sohn Napoleons, und der lebte also 1811, er ist ein Jahr vor Kaspar geboren und ist 1832 im Goldenen Käfig auf Schloss Schönbrunn in Österreich gestorben. Der wurde also vom Metternich festgehalten und dessen einzige Schuld bestand halt darin, der Sohn Napoleons gewesen zu sein. Und Kaspar lebte auch ganz sehr in dem Gefühl, es gibt noch einen zweiten, es gibt da noch einen zweiten, also so unbeschreiblich. Er hat das einfach immer gespürt, der ihm nahe ist, doch haben die beiden sich nie gesehen. Ja, es war immer der andere. Und Kaspar war ja auch quasi der Enkel von Napoleon. Genau, indessen hat Stanhope mit der Mutter auch gesprochen, mit Stephanie, und hatte ihr versprochen, sie zu Kaspar zu bringen. Da intervenierte ständig. Also er hatte auch dann sich das Vertrauen zu Kaspar erschlichen und hat sich zwischen Tucher gestellt, der dann seinen Einfluss verloren hat. Er hat ihm angeboten, also hat ihm eine goldene Uhr geschenkt, hat gesagt, du bist königlicher Abstammung, hat ihn verlockt und Kaspar ist da wirklich auch drauf reingefallen mit seiner Gutgläubigkeit und
hat dort auch sich, also hat dann schon auch Stolz entwickelt und ja, war eben sehr beeindruckbar und beeinflussbar. Ne? Indessen hat sich der Stanhope gar nicht mehr um die Mutter geschert, sodass die sich ganz alleine mit einer Hofdame und ihrer Tochter aufmacht nach Ansbach, das war am 4. April 32 schon, und die übernachten extra in einem Vorort von Ansbach, um der polizeilichen Kontrolle und Registrierung zu entgehen. Und sie werden dann mit der Kutsche zur Orangerie gefahren und beobachten aus sicherer Entfernung den Kaspar. Und sie ist dort wirklich quasi zusammengebrochen und musste zur Kutsche zurückgetragen werden, weil sie so eine kolossale Ähnlichkeit mit seinem Vater gehabt hat. Ja. Und sie haben das auch später bestätigt, auch seine zwei Schwestern, dass sie das immer wussten. Nur Napoleon war inzwischen gestorben und diese Zähringer Linie war ausgestorben worden, eben durch Verbrechen. Sein Bruder Alexander war, von dem er ja nichts wusste, war auch nur ein Jahr alt geworden. Also der war wohl 4 Jahre nach ihm geboren. Der Großvater war auch gestorben und ja, es gab dann nur noch diesen Ludwig, der eben mit der Sophie von Hochberg dann liiert war. Nee, der Ludwig war nicht mit der Sophie liiert, das war dann der Leopold, der erste Hochberg, der eingetreten ist in die Sukzession. Also die hatten erwirkt, dass die Thronfolge verändert wird im Falle des Aussterbens der Zähringer. Und das ist ja dann eingetreten. Kaspar war ja auch offiziell für tot erklärt. Genau. Aber man hat das natürlich für das Okkulte benutzt. Ne? Das war nur der Vorwand. Also sie blieb stumm auch wegen der Töchter, die Mutter. Also sie hat sich das einfach nicht getraut, dort noch was geltend zu machen. Stanhope hat inzwischen im April dann 32 an Feuerbach geschrieben, statt eben sich um die Mutter zu kümmern, wo er erstmals auch Zweifel an der Glaubwürdigkeit Kaspars geäußert hat und Daumers. Ja, ich lese euch mal was von Jakob Wassermann vor, was er dazu schreibt. Das ist mehr so in Romanform. Möchtest du gerne? 202. Ich muss nicht gerne lesen. Ich sehr gerne. Nur ja. So, das ist hier von mir. Ah, okay. Wie du willst. Kriegst du das? Sehr wahr, das ist es. So ist es, rief Feuerbach, leidenschaftlich bewegt. Er eilte ein paar Mal durch das Zimmer, dann blieb er vor Stanhope stehen und fragte streng, und weiß die Frau von allem, weiß sie von ihm? Was ist ihr bekannt? Was erwartet? Was hofft sie? Aus persönlicher Erfahrung kann ich darüber nichts melden, entgegnete der Lord, mit derselben traurigen und matten Stimme wie bisher. Vor kurzem wurde bei der Gräfin Bodmer erzählt, sie habe laut aufgeweint, als man den Namen Kaspar Hauser vor ihr genannt. Mag sein, ganz glaubwürdig ist es nicht. Hingegen ist mir ein anderer Vorfall bekannt, der auf eine fast übersinnliche Beziehung schließen lässt. Eines Mittags vor 2 Jahren befand sich die Fürstin alleine in der Schlosskapelle und verrichtete ihr Gebet. Nachdem sie geendet und sich erheben wollte, sah sie plötzlich über dem Altar das Bild eines schönen Jünglings, dessen Gesicht einen unendlichen Kummer ausdrückte. Sie rief den Namen ihres Sohnes, Stefan hieß er, der Erstgeborene, dann fiel sie in Ohnmacht. Später erzählte sie die Vision einer vertrauten Dame und diese, die Kaspar selbst in Nürnberg gesehen hatte, war von der Ähnlichkeit tief berührt. Das Land erhob sich und trat zum Der Lord erhob sich und trat zum Fenster. Seine Augenlider waren gerötet, sein Blick verdunkelt. Wem verriet er eigentlich, wen belog er? Seine Auftraggeber, der Jüngling, den er an sich gekettet, den Präsidenten, sich selbst? Er wusste es nicht. Er war erschüttert von seinen eigenen Worten, denn sie erschienen ihm wahr. Wie sonderbar, alles das erschien ihm wahr, als ob er der Retter wirklich sei. Er liebte sich in diesen Minuten und hätschelte sein Herz. Eine Finsternis des Vergessens kam über ihn und sofern er Müdigkeit und Ekel zu erkennen gab, galten sie nur dem wesenlosen Schemen, das an seiner Stelle gesessen, an seiner Statt geredet und gehandelt hatte. Er löschte 20 Jahre Vergangenheit von der Tafel seines Gedächtnisses hinweg und stand da, reingewaschen durch eine Halluzination von Güte und Mitleid. Ja, danke. Ja, da haben wir wirklich ein Seelenbild von diesem Lord, der selber wohl auch ein verlassenes Kind in sich trug und sich benutzen ließ. Aber er war nicht allein dafür verantwortlich. Er war auch im ständigen Austausch mit Metternich. Den hatten wir ja schon kennengelernt im Zusammenhang mit Napoleon.
Also Kaspar war arglos, er ist angezogen von den Triggern der höchsten Abstammung. Natürlich, es ist ihm bekannt und er vertraut Stanhope. Tucher ist höchst beunruhigt. Genau, das hatten wir schon. Und Kaspar wird also später eine Zeichnung anfertigen über den Attentäter vom Oktober. Und also Tucher oder Daumer haben dann dem Lord diese Zeichnung gezeigt. Und das war also der Attentäter. Das sieht man schon, dass die in gewisser Weise diese Finsternis des Gesichtes, das war also ein Major aus dem Heer von Ludwig, dem quasi letzten Zähringer. Und der hat wahrscheinlich ihn auch aus der Wiege geraubt. Also das ist alles bewiesen, da brauchen wir gar nicht dran rumrütteln. Auch dann, wie das Geld geflossen ist und so weiter, das ist alles bewiesen. Also Tucher ist sehr, sehr beunruhigt über die ganzen Geschehnisse und dennoch lernt jetzt Kaspar erstmal in Ansbach bei Feuerbach als Gerichtsschreiber. Aber er spürt auch das Damoklesschwert ständig über ihm kreisen. Also hat auch mal überliefert, dass er bei der Königin von Bayern gesagt hat, sie sollen dem Attentäter nichts anhaben. Das wäre die einzige Garantie, dass er überleben wird. Aber da hat er leider sich geirrt. Ja, also am 29.11.32 verspricht Stanhope, ihn mit auf sein Schloss zu nehmen nach Kent. Und hat eben am selben Tag bei Feuerbach seine Vormundschaft erwirkt, weil Daumer keinen gedeihlichen Einfluss mehr auf Kaspar nehmen konnte. Also der Lord hat ihm immer Geld gegeben und Kaspar hat es alles ihm dann gesagt, wenn Tucher versucht hat, da zu intervenieren, da war nichts mehr möglich. Er hatte dann die Vormundschaft abgelegt und Stanhope hat sie erwirkt. Das war ja genau das Ziel. Es gibt noch einen Höhepunkt und zwar die Begegnung zweier Genies. Das war im Januar 32, vielleicht am 22. oder 23. in Bamberg. Und wir sehen wirklich zwei Sterne, die sich kurzzeitig treffen. Ich glaube, Wagner war 16, Kaspar 18 oder 19. Und sein Stern war gerade im Aufgehen und Kaspar ist im Untergehen. Ne? Und die Frage stellt sich, woher würde Lohengrin gekommen sein? Ne? Wohin fuhr er übers Wasser, der Schwanenkönig? Die hatten auch dann eine Reise unternommen. Eigentlich wollten sie nach Ungarn, um seiner Herkunft auf die Spur zu kommen. Er reiste da auch unter einem anderen Namen, ich glaube Jakob Heinlein oder so, mit Tucher und mit noch einer Begleitung. Aber leider war die Cholera ausgebrochen und sie mussten dann wieder umkehren. Ja, im Corona. Gleichzeitig erschien das Buch von Feuerbach. Da hat er also das Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen dargelegt und im Grunde auch wirklich hergeleitet. Er musste dann oder sollte dann von Stanhope ausgelöst zur Lehrer Meyer ziehen und dessen Frau. Und dort wurde er komplett gedemütigt und gegängelt und kontrolliert. Er sollte auch sein Tagebuch rausgeben, weil die hatten ständig Angst, dass er sich doch erinnert. Und er hatte auch ein Wappen entworfen, frei aus dem Gedächtnis. Und das ähnelte sehr dem von Schloss Beuggen. Und hatte doch auch mit diesem Ungarischen so viele Anhaltspunkte, dass die da wirklich Angst hatten, dass da was rauskommt. Ja, aber seitdem ist dann überhaupt keine Rede mehr von Stanhope zu der geplanten Übersiedlung nach Kent. Das zieht sich hin und zieht sich hin, genau. Unterdessen bereitet der Pfarrer Fuhrmann dann Kaspar auf seine Konfirmation vor und da ist also bekannt, dass als sie dann zu dem Leidensweg von Jesus Christus kommen, dass Kaspar in ein stundenlanges, unstillbares Weinen ausgebrochen ist, was wirklich also so von einer so inneren Anteilnahme gezeugt hat. Ja, und gleichzeitig macht sich eben Anselm von Feuerbach auf die Reise nach Königstein in Frankfurt zur weiteren Aufklärung. Er will es genau wissen, er ist ja auch Kriminologe. Seine Tochter will das verhindern unbedingt, sie hat da schon eine Ahnung und die wird leider auch bestätigt, dass man ihn dann
verstorben hat am 20. Mai 1833, musste Feuerbach sterben, weil er die Identität Caspar Hausers vollständig geklärt hatte. Und weil seine Gegner das Licht in ihm aufleuchten sahen, das wollten sie verhindern. Die satanische Logik will die Herrschaft des Bösen auf Erden um jeden Preis erhalten. Ja. Und als Caspar das erfährt, ist er natürlich in Tränen aufgelöst. Bekommt dann zu Pfingsten 1833 in der Schwanenritterkapelle Lohengrin, ne, seine Konfirmation, also das Sakrament der Konfirmation, und die ganze Gemeinde und alle, die ihn hören, als er das Bekenntnis ablegt, die sind so ergriffen von seiner Reinheit und von dieser Unschuld, also von dem Mitgefühl, was er, und von der Ernsthaftigkeit, wie er sich dem hingibt, dass alle mit ihm beten und alle für ihn beten. Und man könnte meinen, es war wie eine Art heilige Ölung. Und es gibt da extra noch von Bürgermeister Binder zu dieser Konfirmation eine Beschreibung, weil er das auch so unglaublich intensiv erlebt hat. Ich erinnere mich lebhaft des Moments und Tages, an dem du vor 5 Jahren der Unsrige wurdest, und freute mich innig, dass es nun fast derselbe ist, an dem du damals erst in die Menschheit eingetreten, jetzt mit gebildetem Geist und reinem Herzen zum verständigen, sittlichen, guten Christen herangereift bist. Die Unwandelbarkeit neuer Gesinnungen für dich kennst du. Sie sind dieselben, mit denen ich dir das erste Mal die Hand reichte, mit denen ich dich jetzt an mein Herz drücke. Sei daher versichert, dass ich immer im Stillen der schönen Bahn folge, auf der du wandelst. Und wenn du, wie ich sagte, sie nie verlässt, stets meine herzlichste Teilnahme dich begleiten wird. Ich drücke dich mit inniger Liebe an mein Herz und bin unveränderlich dein treuer Freund. Das schreibt ein Bürgermeister. Alle haben also mit diesem engelsgleichen Wesen voller Wahrhaftigkeit gefühlt. Dieses Buch von Feuerbach, was erschienen ist, hat also die Kapitel Caspars Ankunft in Nürnberg, Indizien für Caspars Herkunft, Indizien für Caspars Zurückgebliebenheit, Caspars Gefangenhaltung und Überführung, Caspars Lebens- und Sprachwelt, Caspars sonderbares Empfindungsvermögen, der Mordanschlag vom Schwarzen Mann, Caspars verlorene Jugend und Überforderung. Der hat das sehr, sehr gut gegriffen, die ganze Geschichte, Biografie. Im Juni 1833 erscheinen dann Großherzog Sophie von Bayern in Ansbach. Die Frau von Leopold ist das, der ist also dann eingetreten als erster von der Nebenlinie, als Tochter des Schwedenkönigs Gustav IV. Und als Initiatorin des dynastischen Verbrechens. Otto Flake hat mal gesagt, also in deren Wesen lag eine moralische Hemmungslosigkeit. Ihr Mann wäre gewiss zurückgetreten, wenn er das gewusst hätte, und deswegen hat sie das alles geheim gehalten. Stanhopes versprochene Reise nach Europa hat sich also kolossal verzögert, und dann nochmal 40 Tage von Wien nach München hat er gebraucht. Im Gegenteil, er logierte damals in Wien und hat ständig Austausch mit Metternich gepflegt. Im zweiten Anlauf klappt es dann, man lockt ihn unter Versprechungen, dass er seine Herkunft erfährt und wer seine Mutter ist, zu einer bestimmten Zeit in den Hofgarten in Ansbach. Und die Verschwörer logierten also gemeinsam im Drechselgarten, dort in diesen, auf einem Hügel im Hof, also dort im Schlosshof. Und am 14.12. beim zweiten Versuch, einmal war er nicht erschienen, weil er da eine wichtige Sache noch im Gericht zu erledigen hatte. Da übergibt man ihm sozusagen diesen Tabaksbeutel, umständlich verschnürt, wo ein dreieckig gefalteter Zettel mit dieser Spiegelschrift enthalten ist. Und zwar einfach aus einer List, weil er da viel zu tun hatte mit seinen Händen und musste dann aufgeregt die Schnüre lösen und aufziehen. Und da hatte der Täter natürlich genügend Zeit, das richtig zu platzieren. Wir sehen schon, was das für eine Waffe war, ein doppelseitig geschliffenes, okkultes Werkzeug mit schwarzmagischen Symbolen, also das Stundenglas, der Totenschädel und ein unvollendetes Kreuz.
Und man hat das also von oben nach unten sozusagen noch mit über die Herzspitze bis in den Magen, auch die Lunge wurde gestreift, reingestochen. Als er dann irgendwie diese über 1 Kilometer Strecke noch zu seinem Lehrer Meyer, also wo er logierte, geschafft hat, glaubte der dem das einfach nicht und wie gestochen und so. Und dann ging das schon los mit der Theorie, oder dass er eben jammern würde, und die Ärzte wechselten dann auch auf komische Weise. Er kriegte dann 2 Gerichtsmediziner, die haben ihn mit Brausepulver behandelt und so. Ja, und er musste dann die Strecke insgesamt noch einmal hin und noch einmal hergehen. Es war sowieso schon unglaublich, also eigentlich medizinisch unmöglich, dass er mit dieser tödlichen Verwundung, die der Dr. Heidenreich, glaube ich, sofort dann diagnostiziert hat, diese Strecke gehen konnte. Das war im Grunde überhaupt nicht machbar. Ja, diese Mordwaffe wurde dann an der Stelle gefunden später. Die haben die einfach weggeschmissen. So sicher waren sie sich, ne? Das hat der Bürgermeister als Anzeige, also im Nürnberger Korrespondenten, aufgegeben. Und auf dem Grabstein, der jetzt immer noch zu finden ist an dieser Stelle, steht Hic jacet Casparus Hauser, enigma sui temporis, ignota natavitas, occulta mors. Hier ruht Caspar Hauser, ein Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Herkunft, mysteriös der Tod. Und Binder schreibt: Caspar Hauser, mein geliebter Kurant, ist nicht mehr. Er starb zu Ansbach gestern Nacht um 10 Uhr an den Folgen der am 14. des Monats durch einen Meuchelmörder erlittenen Verletzungen. Ihm, dem Opfer greuelvoller elterlicher Unnatur, sind nun die Rätsel gelöst, an welche die Vorsehung sein trauriges Dasein geknüpft hatte. Im ewigen Frühling jenseits wird der gerechte Gott ihm die gemordeten Freuden der Kindheit, die untergrabene Jugend und die Vernichtung für ein Leben, das ihn erst seit 5 Jahren zum Bewusstsein des Menschen erhoben hatte, reich vergelten. Friede seiner Asche. Nürnberg am 18. Dezember 1833. Caspar hatte seinem Mörder noch im Sterben verziehen. Er hatte einmal gesagt, es ist die Zeit der Könige nicht mehr. Und er konnte auch äußerlich kein König sein. Aber er hat dennoch eines vollbracht, er hat uns die Brücke erhalten. Die Brücke von der materiellen in die geistige Welt. Und er hat es sozusagen, er hat den Lebensfaden in der Zwiesprache des Sozialen aufrechterhalten können. Und er hat so viel mehr, er hat uns ein Beispiel gegeben, wie diese Wahrhaftigkeit, wie man das durchtragen kann. Und das ist wirklich die Frage an unseren Volksgeist, zwischen Glaube und Unglaube. Ja? Es ist zutiefst die Frage des Deutschen im wahrhaftigen Sinne an diese Geschichte von Caspar Hauser, dass die wahr ist, das ist uns eingeboren. Willst du noch was dazu sagen? Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ja, noch fertig noch nicht, aber ja, bist du fertig mit deinem Vortrag? Also dann mal einen Applaus an die Silke. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, oder? Dass ihr mal kurz Luft holen könnt und weiß nicht, wie lange, was ist so gute Zeit? Viertelstunde? Halbe Stunde? Halbe Stunde? Was meint ihr? Nein, Viertelstunde reicht. Okay, ich möchte nur sagen, ich will dann den gewagten Versuch unternehmen, und zwar im freien Raum wie immer, wenn ich meinen Blick mache. Ich will versuchen, das, was ihr jetzt an Fakten sozusagen erfahren habt, hier jetzt dann den Bogen zu spannen zu euch als Einzelwesen, zur deutschen Seele und zu Europa. Und was hat das überhaupt alles mit uns zu tun und was hat das mit unserer politischen Situation zu tun, ohne jetzt ideologisch zu werden, das will ich auch sagen. Ne? Also ich werde diesen Versuch unternehmen, dann werden wir mal sehen, wie das gelingt, aber jetzt macht ihr erstmal Pause. Wer meine Blicke kennt auf YouTube, der weiß, dass ich das immer alles ohne Aufzeichnung mache. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ja, wenn ihr euch jetzt mal setzen könnt und ihr könnt euch nachher auch noch herzen und scherzen. Nein, Scherz. Gut.
Also wer meine Blicke kennt, der weiß, dass ich nicht mag, dass ich es nicht mag, Aufzeichnungen zu machen, Stichworte zu machen, weil sie mich aus dem Fluss herausreißen. Natürlich, wenn ich hier oben stehe, dann ist das jetzt nicht so intim und das Thema ist natürlich auch eines, wo es ja auch um Fakten geht. Ich habe mir jetzt da tatsächlich ein paar Stichworte hierhin, aber ich will ja trotzdem frei reden und ich hoffe, ich kann mich jetzt an alles, also es sind so viele Querverbindungen. Ich habe oft gesagt, wir können von jedem Punkt hinunter in die Tiefe und dann unseren Weg suchen und den roten Faden. Ihr könnt vom Kennedy-Mord anfangen, ihr könnt von Russia-Hoax mit Trump, falls ihr davon wisst, ihr könnt von der Ermordung vom Kronprinzen Franz Ferdinand, ihr könnt überall die rote Spur ziehen und es wird Parallelen geben. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt bei dem Vortrag von der Silke, vielen Dank Silke für diese Fakten, für diese wunderbare Einführung, ihr habt, zum Thema meine ich jetzt Einführung, ihr habt sicherlich gemerkt, hier gibt es Parallelen, ne? Manche haben vielleicht an den Franz Ferdinand gedacht, ne? Manche haben vielleicht auch sich an das Lindbergh-Baby erinnert, denn wenn man darüber nachliest, wie dieses Baby gestohlen wurde und ausgetauscht wurde, was das für ein krimineller Akt ist und wie viele eingeweiht werden mussten und umgekehrt getäuscht werden müssten, wenn wir wissen, dass die Amme, die das Kind gestillt hat, nach Hause geschickt wurde und dann hieß es, jetzt ist ganz plötzlich das Kind erkrankt und sie kann nicht mehr hin. Und es muss eine Nottaufe passieren und auch die Mutter, der geht es schlecht, die konnte das Kind nicht mehr sehen. Also wenn man solche Umstände weiß, ne, dann wissen wir, hier geht es nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern hier geht es um eine ganz, ganz große Verschwörung und es ist nicht die einzige. Es ist etwas in dieser absolutistischen Zeit, was vorbereitet, das Terrain vorbereitet für eine Umstrukturierung von Europa, von der ganzen Welt und von uns persönlich. Ich habe zwei Vorträge gemacht in Niederösterreich. Das eine hieß die betrogene Menschheit. Da habe ich über diese Umstrukturierung gesprochen. Und dann habe ich ein Video gemacht, einen Vortrag, das heißt der betrogene Mensch. Und da bin ich auf das persönlich eingegangen. Und Kaspar Hauser gibt uns diese in ihm vereinen sich diese verschiedenen Wege, denn er ist auf der einen Seite ein Einzelschicksal natürlich, das uns alle persönlich betrifft, wo wir alle das erleben, was es bedeutet, betrogen zu werden und getäuscht zu werden, denn jeder von uns wird entweder, er ist schon aufgewacht oder er ist halb aufgewacht oder er ist langsam am Aufwachen, so wie ein Schockgefrorener, der langsam aufgetaut wird. Ich denke, ihr kennt das alles, ne? Dieses, nein, unsere Regierung, die ist doch für uns da, aber vielleicht habt ihr das hier nie geglaubt, aber wir haben es schon geglaubt, da drüben bei uns. Oder nein, also das würden die niemals mit uns machen, nein, so viel Lüge erzählen uns die Medien wirklich nicht, nein, das geht nicht. Also dieses langsam, ne, dass es so langsam einsickert, weil es vielleicht einfach zu viel wäre, wenn es auf einmal passiert. Und wir erkennen in Kaspar Hauser einen, der, es ist natürlich auch ein Sozialexperiment, aber das klingt wirklich schrecklich, das ist ja zynisch fast, wenn man das sagt, aber tatsächlich ist er eines, weil ich meine, so etwas hat es ansonsten fast nicht mehr gegeben, ne? So ein Experiment, dass jemand weggesperrt wird, 3 Jahre oder 4 Jahre war er in Freiheit, beziehungsweise er war nicht in Freiheit, aber er war unter sozialen Kontakten, sodass er also das Minimalste gelernt hat, aber danach war er 12 Jahre, richtig? 13 Jahre weggesperrt, das heißt also, und im Dunkeln. Und also es gab keine sinnliche Erfahrung, es gab keinen Austausch, es gab keine sprachliche Erfahrung, es gab also gar nichts mehr. Und wir erleben, dass diese Seele sich, überlebt hat und mehr als nur überlebt hat, denn er war ja ein beseelter Mensch, das weiß man von denen, die ihn kennengelernt haben. Das heißt also, was erfahren wir daraus? Wir erfahren daraus, dass die Seele nicht etwas ist und auch nicht die Herzenergie und die Herzensgüte nicht etwas ist, was wir lernen, indem es uns jemand vormacht, sondern dass das offensichtlich in uns drinnen ist. Denn sonst hätte dieser Kaspar Hauser diese Herzensgüte nicht haben können. Denn erlebt hat er sie sicherlich nicht. Ne? Und das sind so viele. Und dann ist auch diese
diese Unschuld, dass er erst einmal alles ja als positiv wahrnimmt, weil er es ja nicht anders kennt. Das heißt, so eine christliche Substanz, die wir alle in uns tragen, die durch ihn nach draußen, und das hat geschienen hat, und das hat auch jeder bestätigt, der ihn kennengelernt hat. Und dann erleben wir etwas, was auch sehr, sehr interessant ist. Also erstens mal kommt dieser andere Aspekt, der wilde Mensch, ne, der ist natürlich auch drinnen. Und was heißt das aber? In dem Fall, er hat nie Fleisch gekannt und er hatte einen absoluten Ekel vor Fleisch. Jetzt können wir uns fragen, also ich bin weit weg von jeder Ideologie, das ist jetzt überhaupt nicht der Punkt. Die Frage ist, haben wir immer Fleisch gegessen? Hat man uns das irgendwann einmal antrainiert, damit wir abstumpfen? Tatsache ist, dass der Kaspar Hauser sehr, sehr nervlich, sensorisch, das hat ja auch die Silke erzählt, er war unglaublich offen, er war unglaublich hellfühlig und alles. Und das, später hat man ihn gezwungen, Fleisch zu essen, und das hat ihn verändert. Das sind alles so Aspekte, ohne jetzt Antworten darauf zu, also ich sage nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern einfach nur, wie wir konditioniert werden. Und er kannte keinen Zweifel, er kannte kein Misstrauen. Er hat sogar seinem, demjenigen, den er ja nie gesehen hat, aber der sich manchmal um ihn gekümmert hat, den hat er ja, das war ihm ja wichtig, den hat er als, das war ein bisschen das Stockholm-Syndrom natürlich, dass er sich mit dem verbunden hat, ne? Weil das der einzige war, den er überhaupt jemals kennengelernt hat in der Zeit. Aber interessant wird es, wenn dieser Lord Stanhope auftaucht und anfängt, das Gift des Zweifels zu setzen. Und da erkennen wir etwas, was ich auch sehr, sehr interessant finde, nämlich erst da setzt der Verstand ein, und der Verstand ist ja beim Kaspar Hauser logischerweise etwas, was noch nicht gut ausgebildet ist, was untrainiert ist. Und dementsprechend kennt er dieses Misstrauen entweder gar nicht oder gar. Das ist ja das Kind. Das Kind ist ja schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht. Ne? Du kannst ihm erklären, oh, das ist jetzt der böse Mann und das ist der Gute, und dann wird er wieder wie bei Lorenz und seinen Gänsen, ob das jetzt so ist oder nicht, ist mir völlig wurscht. Also ich meine damit, ich vertraue keiner Wissenschaft mehr, die ich nicht selbst gefälscht habe, aber Scherz. Aber er wird dann natürlich dem nachrennen und den wird er als das Böse. Ne? Das ist dieses, wenn du selber, das ist das kindliche Gemüt, wenn du selber nicht fähig bist zu differenzieren, auf was kannst du dich dann verlassen, wenn der Zweifel gesät wird, und dieser Zweifel ist wie Gift, und das kennen wir auch. Wir kennen das, was uns alles jeden Tag in den Medien alles beigebracht wird, was das alles für, wer der Böse ist und so weiter. Ich will jetzt hier, es geht mir nicht um Politik, ich versuche also von daher ein bisschen mich einzubremsen, aber wer sich ein bisschen mit dem beschäftigt hat, was in den USA stattgefunden hat, ne, was man da, dieser Russia Hoax, ich weiß nicht, wer sich da schlau gemacht hat, ne, was man alles unterstellt hat, und wie eine völlige Fehlinformation einfach durch die Massenmedien breit gemacht wurde. Und mittlerweile wissen wir, was da alles Lüge ist und was da alles eindeutig nicht stimmt und wer hier der Verlogene ist. Und das ist halt noch die Frage, ne? Ob da überhaupt, Silke meinte vorhin, dass der gute Graf Stanhope vielleicht auch eine arme Seele ist. Ich, ja, ganz ehrlich, ich meine das nicht, denn wir haben hier eine, welches Bild? Stanhope? Nein, wie du willst, aber ich brauche es jetzt eigentlich nicht. Also ich möchte nur voranführen, dass wir hier eine Zeit haben, dieses 18. Jahrhundert, ja, wo Revolutionen stattgefunden haben und wo das Feld präpariert wurde, und da kamen die Geheimgesellschaften ins Spiel. Ne? Also teilweise ist es vielleicht erst so um 1814 mit dem Wiener Kongress. Ne? Und wir sind ja hier jetzt bei 1830. Ich glaube, der Wiener Kongress war 1814, oder? Irre ich mich da? Ich glaube, oder ja, um den Dreh rum. Also Anfang 1815? Okay. Also wir haben in Wien Metternich. Der hatte eine Polizeispitzel ohnegleichen. Dann haben wir dasselbe in Frankreich. Ne? Da war gerade die Revolution. Ne? Und ich meine, da wissen wir auch, da mussten gewisse Leute mussten weg, damit dieses Umstrukturieren der Gesellschaft, die Architektur der Welt und von Europa, damit das gelingen konnte, ne? Mussten die Revolutionen stattfinden. Und dann haben wir in Amerika die Revolution. Und wir wissen mittlerweile, dass George Washington ein Freimaurer war. Und wir wissen, dass er eine
unglaubliche Polizeispitzelei, das da dahinter war. Ne? Also das, da gibt es mittlerweile Informationen darüber, wie sehr da der Geheimdienst schon aktiv war. Und natürlich in Deutschland auch. Und dieser Kaspar Hauser ist auch eine Geschichte des Geheimdienstes und des Polizeistaates. Ne? Und dann erleben wir, wie das, was mal Medizin, Recht und katholische Kirche im Positiven war, bei der katholischen Kirche weiß ich es nicht mit dem Vatikan, das lasse ich jedem selber über, aber wie sich das hier, wie das hier verwendet wird, um hier wirklich einen, ja, einen dynastischen Streit auch auszuführen, ne, und ein Jahrhundert- oder Jahrtausendverbrechen zu verüben. Wenn ihr jetzt die Hintergründe, ne, das Baden-Württemberg wurde ja erst 1952 gegründet und davor war das dieser bayerisch-badische Gebietsstreit und zwar ging es da um die Pfalz. Und das Geschlecht der Zähringer wurde eben damit ausgerottet, zumindest was die Männer, ja, wurde ausgerottet, das kann man schon so sagen. Und es gelangte eben eine andere an die Macht. Und wenn wir jetzt dahinter schauen, ne, Augsburg, da denkt man sofort an die Katholiken, an die Jesuiten, an den Augsburger Religionsfrieden, an Martin Luther natürlich, aber mir fallen natürlich auch die Fugger ein. Ne? Und welche Rolle spielen die in dem Ganzen? Ne? Wir wissen, dass es immer Finanziers gab und dieser gute Lord Stanhope hat ja, als er auftauchte, sofort den Kaspar Hauser in einen sehr, sehr zwielichtigen Vertrag hinein, wo er ihm eine sogenannte Schenkung gegeben hat, aber natürlich mit Paragraphen und so weiter. Und hier haben wir die Banken. Und wir wissen mittlerweile, dass die Banken in Europa immer mit den Rothschilds zu tun haben. Und es gibt, also Hajo Müller vermutet, dass die Rothschilds aus der Fuggerlinie kommen. Ist eine sehr, sehr interessante These. Auf jeden Fall wissen wir, dass von den Banken und von den Bankiers nichts Gutes kommt. Also, dass das hier alles ein Komplott war. Ne? Ein Komplott, um die Struktur in Europa zu verändern. Und Montesquieu hat mal gesagt, Diktatur ist, wenn die Gewaltentrennung fehlt. Und im Fall von Kaspar Hauser können wir uns das anschauen, wie hier alles miteinander zusammengespielt hat und überhaupt keine Gewaltentrennung mehr da war. Und wozu hatte es gedient? Wir haben in Deutschland, hatten wir die Geburtsstätte der geistigen Blüte. Ne? Und damit meine ich natürlich jetzt die deutschsprachigen Länder. Also das geht natürlich noch über Deutschland hinaus. Aber ich denke, gerade ihr hier in Sachsen seid im Mittelpunkt dieser geistigen Blüte. Ne? Das war ja das Herzstück. Ne? Und stattdessen wurde Deutschland dann zur Brutstätte des Übels und das musste vorbereitet werden. Und wer glaubt, dass das alles Zufälle sind, so nach dem Motto, ja, da ist halt das eine passiert und daraus folgerte das andere und ja, rein zufällig ist dann das passiert. Da kann ich euch nur sagen, diese Pläne, die gibt es seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden, wenn wir zurückgehen bis auf den Baalskult der Babylonier und wenn wir wissen, dass der gute Herr Stanhope und der gute Herr George Bush Senior, an dem mich der Stanhope sofort erinnert hat, dass das ein satanischer Kult ist, wo immer die Kinder eine Rolle spielen. Ne? Wir wissen, einerseits werden die Kinder missbraucht, sie verschwinden und wenn wir uns die Königshäuser anschauen, dann haben wir es immer zu tun damit, dass die Kinder vertauscht werden. Manches kommt jetzt zutage, wo die Kinder vertauscht werden. Wir kennen diese Geschichte von der Mann mit der eisernen Maske, ich weiß nicht, ob der das kennt, ne? Von diesen Zwillingen und einer verschwindet und einer wird ausgetauscht, einer landet im Kerker. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum landet der im Kerker, warum wird der nicht gleich umgebracht? Jetzt ist es ganz wichtig zu wissen, dass diese, ich will sie nicht Individuen nennen, diese satanischen Nachfolger des Baalskult, nennen wir sie mal so, sind ja mit dem Okkulten im Bunde. Ne? Und wir wissen ja auch, dass die Brutstätte des Übels, ne, die natürlich, das war natürlich kein deutscher Schoß, das ist für mich gar keine Frage, aber ich weiß, dass man das nicht sagen darf, aber ich sage es ja auch nicht, ich deute es ja auch nur an. Aber das, was hier an Verbrechen verübt wurde, ne, das ist ja derselbe Schoß, es ist dasselbe creepy, das ist ein verkrüppelter Schoß, ne? Das ist kein menschlicher Schoß, aus dem so etwas Satanisches herauskommt, das sich an Kindern vergreift und an der Menschheit vergreift und an Menschen vergreift. Aber ich sage, dass das derselbe Geist oder Ungeist ist, der damals bei Kaspar Hauser sein Unwesen getrieben hat, wie in der Kennedy-Ermordung,
Ich nehme an, übrigens auch mit dem Lindbergh-Baby. Wir kennen aber viele verschwundene und ausgetauschte Babys. Und natürlich ist es derselbe Schoß, aus dem das dann entstand, was man, ich weiß nicht, man nennt es Nazi, aber das passt gar nicht, weil Nazarener war doch der Jesus. Also irgendwie die Begrifflichkeiten werden auch oft auf den Kopf gestellt. Ich weiß nur, dass das etwas ist, was sich danach zuerst hat es sich in England breit gemacht, dann hat es sich in Deutschland breit gemacht, dann hat es sich in Südamerika breit gemacht und dann hat es Amerika regiert und die CIA gegründet, dieses Etwas, dieses Gollum, dieses was auch immer, wie es jetzt immer nennen wird. Aber es ist... Und da sind immer die dabei, das sind die ganzen Spitzel, die ganzen Polizisten, die Geheimgesellschaften, ne? Die sind auf der einen Seite dabei und dann sind natürlich die Handlanger dabei. Und schaut euch mal an oder geht mal dieser Spur nach von den vielen, vielen Babys, die ausgetauscht wurden. Die uns heute als Herrscher präsentiert werden, sind mit Sicherheit nicht die vom Geblüt her dazu bestimmt waren. Und diejenigen, die da am meisten... im Fokus waren, das ist das deutsche Volk, vielleicht noch gemeinsam mit dem russischen Volk. Ne? Wir brauchten natürlich dann die Revolution in Russland, weil das muss ja weg, ne? Das muss ja weg, da darf ja nichts Intaktes mehr da sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, diese Umstrukturierung, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat. Und das deutsche Volk war mit Sicherheit da sehr, sehr stark im Fokus. Und für all das war dieser Kaspar Hauser wichtig und er durfte nicht ermordet werden. Warum durfte er nicht ermordet werden? Weil die ja an das Okkult, die wissen ja um die geheimen Kräfte. Uns haben sie es ausgetrieben. Ne? Uns haben sie gesagt, wir brauchen die Wissenschaft, wir müssen nur noch rational mit dem Verstand. 1 und 1 ist 3, das ist doch völlig klar, das weiß doch jedes Kind. Es ist alles ganz klar, faktisch. Und alles andere ist Aberglauben und die dummen Leute im Mittelalter, die an sowas geglaubt haben. Aber sie benutzen es. Sie benutzen das Okkulte, sie benutzen, was sie wissen um diese geistigen Gesetze. Und dementsprechend ist es genau wie bei dem Mann mit der eisernen Maske, ist es bei Kaspar Hauser. Du hast ihn nicht ermordet. Du hast ihn verrotten lassen, damit er auch nicht wieder sich nochmal inkarnieren kann, damit man auch nicht die Schuld auf sich hat, denn Karma is a bitch, wie wir wissen. Und das ist ja sowieso eine Geschichte, ne? Die Lüge, die wird immer gleich erzählt und sie wird immer wiederholt und wiederholt, wie so tröpfchenweise hineinge. Aber die Wahrheit, die ist wie so eine Pflanze, die sich durch den Asphalt durch. Ne? Du denkst es nicht, die Wahrheit kommt nämlich raus. Wenn wir die Geschichte von Kaspar Hauser lesen, dann merken wir, sie haben sich so viel Mühe gemacht, um das Ganze unten zu halten, aber es gelingt nicht. Jetzt, wie viele hundert Jahre danach, ne, ist alles bewiesen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Schriftsteller, die das ganz eindeutig bewiesen haben. Und jetzt kommt auch die Ermordung von Kennedy zutage und 9/11 wird auch zutage kommen. In Amerika finden die Anhörungen statt, die werden nur durch das ganze koronisierte Wahnsinn und natürlich auch durch Bombenattentate oder beziehungsweise Explosionen und so weiter, wird davon abgelenkt, damit ja keiner mitkriegt, dass im amerikanischen Kongress zurzeit die Anhörungen stattfindet, wo sie alle die Hosen runterlassen. Ein Obama, eine Hillary Clinton und ein Clapper und ein Bannon und wie sie alle heißen. Sie werden alle erwischt auf frischer Tat, aber diese Meldungen kommen mit Sicherheit nicht über die deutschen Medien, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber es kommt die Wahrheit ans Licht und ich muss daran denken, was da stand auf dem Grabstein von Kaspar Hauser. Ne? Denn da ist zu lesen, wo ist das jetzt, wo habe ich das, ein Unbekannter von einem Unbekannten ermordet, mehr oder weniger, ich mache es jetzt mal ein bisschen frei. Und das erinnert mich natürlich an 9/11. Ne? Somebody did something. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das war die Oma Ilan Omar, die mittlerweile im Kongress sitzt. Und ich meine, sie ist ja nicht mal Amerikanerin, abgesehen davon, dass sie auch keine Christin ist. Aber es ist völlig egal. Auf jeden Fall, die hat über 9/11 gesagt, naja, da hat irgendjemand irgendwas gemacht. Ne? So, wie das hätte unser Kaiser Franz Josef sagen können. Ne? Irgendjemand hat irgendwas gemacht. Ja, ja, okay, somebody did something. Ne? Irgendeiner hat irgendwas gemacht und der Kaspar Hauser ist ein Unbekannter, der von einem Unbekannten ermordet wurde und trotzdem kommt die Wahrheit ans Licht. Sie lässt sich nicht unten halten. Ne? Es ist schon verhext. Es ist verhext. Und übrigens, ich habe mich gefragt, dieser Kaspar, ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, es ist der Vorname Gaspar, ne? Weil das waren ja die heiligen drei Könige, was dann wieder auf die Schweiz hindeutet oder dieses, wo dieses Brugger, wie heißt dieses Schloss? Brügger, Brüscher, ach was.
Auf jeden Fall, dort ist der Name, der, also dort ist die Heiligen Drei Könige, kennt man dort. Bei uns oder im Badischen kannte man Gaspar mit Sicherheit nicht. Aber woran ich gedacht habe, ist Kaspar. Ne? Es wurde ihm ja eingebläut, er ist Kaspar. Ja, wenn man bei uns sagt, ich bin Kaspar, dann heißt es, ich bin ein Dodel, oder? Ich bin ein Kaspar, ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Und das erinnert mich an diese Geschichte, als ganz Europa herumgerannt ist mit einem Zettel, Je suis Charlie. Je suis Charlie auf Französisch heißt, ich bin ein Depp. Also ich will damit sagen, sie wiederholen immer wieder dieselben Sachen und machen sich lustig darüber, dass derjenige, der dann hier mit einem Schild Je suis Charlie herumrennt, nicht weiß, dass es heißt, ich bin ein Depp. Die Politiker, die damals auf der Straße waren, die hatten das nicht. Die waren übrigens alle schon vorgefertigt. Komisch, oder? Die gab es alle schon irgendwie für jeden, ne? Ganz professionell, Je suis Charlie. Gut, ich will hier nicht über False-Flag-Attacken reden, weil das wäre zu heiß, da würde ich sofort ausgeblendet werden, das würde ich niemals machen. Also ich habe nichts in die Richtung gesagt, aber ihr könnt einfach nur selber, es sind nur so Assoziationen. Ne? Ich bin Kaspar, was kommt da bei euch? Ich bin Kaspar, wenn einer von euch sagt, ich bin Kaspar, was denkt er dann? Ne? Ich bin nicht ganz richtig. Gell? Naja, also wir können hier über das Ursprüngliche und nachdenken und darüber, er sagt uns ja auch etwas, dieser Kaspar Hauser, darüber, was die Kultur mit uns macht. Und ich habe mein Video gemacht, das heißt Kultur Urkult. Und da habe ich versucht aufzuzeigen, was dieser Kultus, dieser Kult, diese Riten, der Kult, was es auch aus uns macht, was vielleicht gar nicht Teil ist von uns. Und das kann man beim Kaspar Hauser, finde ich, auch sehr, sehr schön sehen. Ne? Vieles kannte er nicht und ist sozusagen gar nicht Teil des Ursprünglichen. Finde ich zum Beispiel auch interessant, dass das, was uns die ganzen, jede Werbung, jedes Musikstück, jeder Film sagt uns ja, oh, der Sexualtrieb ist ganz, ganz wichtig, ohne den kannst du überhaupt nicht überstehen. Ne? Wir müssen rammeln wie die Karnickel und wichsen wie die Affen. Entschuldigung, das ist jetzt nicht sehr schön, aber es ist irgendwie straightforward. Aber für den war das überhaupt kein Thema. Okay, also irgendwie, aber Liebe hingegen, Herzenergie, oh, das kannte er, obwohl es ihm keiner vorgemacht hat. Einfach nur so mal zum Reflektieren, weil uns wird so vieles eingepflanzt. Na, da klar stammen wir vom Affen ab, ne? Oder habt ihr daran jemals gezweifelt? Also ja, einfach nur für sich, ne, für sich fragen, stimmt das alles, was die uns da erzählen? Wir sind schon schuldig. Oh Gott, wir sind so schuldig. Wir haben in jedem Fall Schuld auf uns geladen. Mit unserer Geburt, jedes Baby schon, weil irgendwie da war doch was mit Adam und Eva und der Ursünde. Und dann, also als Deutscher erst recht, ne, weil die deutsche Schuld, die soll ja niemals vergehen. Also wir können ewig hier mea culpa machen. Und damit bewirken sie, dass wir uns niemals aus dem ganzen Wahnsinn herausbewegen können, weil ein Mensch im Schuldkult ist ein gebückter, gebrochener, kleiner Mensch und er wird sich nie aufrichten. Und darum geht es auch bei Kaspar Hauser. Dem wurde das Geburtsrecht genommen, weil sein Geburtsrecht ist ein königliches. Und ich möchte, dass wir das uns mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich bin nicht besonders katholisch erzogen oder sonst was, aber in mir geht es mir wie Kaspar Hauser, ich fühle ein Christusbewusstsein in mir, ich fühle einen Christus in mir. Und Christus war ja der König, aber nicht der König hier, er hat ja gesagt, gib dem König oder dem Cäsar, was seines ist, ne? Und er ist ein König aus einem anderen Königreich. Und wenn ich euch jetzt sage, dass euch auch euer Geburtsrecht genommen wird, wenn man euch irgendwie weismachen will, dass ihr irgendwelche kleinen, schuldbehafteten, gebückten Automaten seid, die deren Hamsterrad bedienen muss, damit die irgendwie sich hier freudig daran, damit die abschöpfen können. Das ist ja völlig krank. Wenn man sich das mal vorstellt, ne, dass unser Geburtsrecht das ist, dass wir der wiederauferstandene Christus sind, dass wir das alles in uns haben, dass wir, so wie Kaspar Hauser, dieses Christuslicht in uns haben und diese Herzenergie in uns haben und dann mal aussortieren, was gehört wirklich zu mir und was haben sie uns nur reingedrückt. Ist natürlich die Frage, wer? Aber die lasse ich jetzt offen. Ich bin ja schließlich kein Verschwörungstheoretiker. Ich wollte noch sagen zu Kaspar Hauser, weil es wird ja oft gesagt, okay, ursprünglich war er, als man ihn kennenlernte, als diese Menschen, da gab es ja wirklich noch Menschen mit Herzenergie, die ihn da kennenlernten und die haben alle beschrieben, wie er ein Lichtwesen war. Dann kam der gute oder der ungute Lord Stanhope in sein Leben und hat ihn natürlich verführt mit allen möglichen, ne? Und ich meine, das kennen wir ja. Wir wurden ja auch verführt. Wir sind ein bisschen jetzt in der Pubertät, ne? Irgendwie. Und jetzt geht es darum, dass wir wieder erwachsen werden. Und der wurde auch verführt. Aber da kann ich nur sagen, jeder muss erstmal das Haus seines Vaters verlassen. Der Held muss
Na? Aus dem Haus raus, oder die Heldin, ne? Also natürlich der Held und die Held, muss raus aus dem Haus des Vaters und muss den eigenen Weg erstmal entdecken und erkunden. Und da machen die natürlich viel Scheiß und erproben sich und so weiter. Und manche der Jugendlichen, was weiß ich, was die alles machen, ne? Auf Koks und sonst was. Und verlieren sich vielleicht auch. Aber wichtig ist doch nur, dass sie am Ende wieder zurückfinden, denn der Held, der zurückkommt, ne, das war der Lieblingssohn, der, der ausgezogen ist und wieder zurückkommt. Du kannst nicht einfach hier bei Mama und Papa zu Hause hocken und sagen, ich gehe erst gar nicht, weil es gibt eh nur Unglück. Also insofern verstehe ich das von Kaspar Hauser, dass er da auch auf Abwege geriet, ne? Manche sagen, es menschelt. Ich habe in meinem letzten Video habe ich gesagt, na, eigentlich müsste man eher sagen, es kindelt, weil es ist ein Kind in uns, was so verführbar ist. Der große, aufrechte Mensch ist nicht so verführbar. Ne? Der weiß dann schon, was für ihn gut ist, was, ne, der geht seinen Weg. Aber ich habe Verständnis für diesen Kaspar Hauser, dass er da erst einmal irgendwie scheinbar auf Abwege geraten ist, aber am Schluss ist er ja wieder zurückgekommen, das darf man ja nicht vergessen. Und das ist ein Zeugnis über den menschlichen Geist, was der menschliche Geist alles vermag. Ne? Und darin können wir uns alle sehen, in diesem Kaspar Hauser, wie in einer Spiegelung. Ne? Ja, ich schaue mal, was ich noch vergessen habe. Schloss Beugen hieß das übrigens, am Rhein nahe Basel. Also das ist in der Schweiz und da kennt man die Heiligen Drei Könige. Ne? Bei uns sind die ja unbekannt. Ne? Ja, ach so, ich wollte noch sagen, zu diesem Schloss der Zähringer, ne, das wurde ja gebaut, das war das berühmte Karlsruher Schloss, das ist so ein Oktogon, das hatte der geträumt, dass er das sternförmig der Sonne nachempfunden, mitten im Wald hat er das platziert, dieses Karlsruher Schloss. Und das war dann Ausdruck für das göttliche Recht, der Idee der königlichen Souveränität und so weiter. Und ich fand das interessant, dass das 1944 nach einem angloamerikanischen Terrorangriff auf deutsche Kulturgüter vollständig ausbrannte, dieses Schloss. Und nur die Fassade konnte wiederhergestellt werden und heute dient es als Sitz des Bundesgrundgesetzgerichts. Manche nennen es Bundesverfassungsschutz, oder? Ja, aber wir haben ja keine Verfassung, also was soll denn da geschützt werden? Aber ist egal, man muss bei allem ein bisschen überlegen. Was mir noch einfällt zu Kaspar Hauser ist, dass der Hans Tucher, im Haus Tucher, nicht Hans Tucher, im Hause Tucher, heißt es, hat Kaspar Hauser Hilfe erfahren, aber er hat auch Halt erfahren. Und das fand ich sehr interessant, weil wir brauchen menschliches Mitgefühl, wir brauchen Empathie, wir brauchen Wärme und so weiter und die weibliche, mütterliche Liebe, das brauchen wir alles. Obwohl er sich das ja anscheinend selber gegeben hat, der Kaspar Hauser, 13 Jahre lang, finde ich auch spannend. Aber wir brauchen auch Halt. Und das ist was anderes. Und Halt ist, das hat mit Kraft zu tun. Und warum sage ich das? Weil ich in fast jedem meiner Blicke, oder in vielen zumindest, betone, dass wir nicht nur mit Empathie und ich gebe dir Raum und wir sind alle so lieb und wir sind alle so nett und das Spirituelle, das ist alles wunderbar, das ist toll. Die Anbindung ist wichtig. Aber es ist auch die Erdung nach unten wichtig, dass wir da unten verwurzelt sind, dass das ist, was uns Halt gibt, dass wir uns aufrichten können. Sonst wird man ja irgendwie nur wie so lätscherte, wie der Kaspar Hauser, der konnte auch nicht aufrecht gehen, er brauchte Halt. Ne? Er konnte Zeit seines Lebens nicht wirklich aufrecht gehen. Ne? Und der Halt ist wichtig. Und im Moment haben wir statt dem Halt eine Art Bambusstock, den sie uns reingedroschen haben. Ich habe das mal in mehreren meiner Videos, habe ich das die Parallele gezogen zu dem Bambus, der sich in meinem Garten breit macht. Der wurde vor 30 Jahren aus China importiert. Das war eine Terrorwaffe im Krieg. Das haben sie durch die Menschen durchwachsen lassen. Bambus ist das rigideste, was es gibt. Und es breitet sich aus ohne Ende. Und es ist eine mächtige Waffe, würde ich mal sagen. Und es ist komplett rigide. Und das ist so für mich ein bisschen ein Beispiel, was uns keinen Halt gibt. Ne? Etwas so Starres gibt uns keinen Halt. Ne? Und es ist etwas, was aus uns kommen muss. Ja, ich schaue jetzt mal. Ach ja, natürlich erinnert die Geschichte von Kaspar Hauser auch ein bisschen an John Trump, oh Gott, jetzt ist, das war ein Freudscher. Okay, an JFK Jr., ne? An diesen Camelot, an diese Lichtgestalt. Ne? Und ich meine, es gibt ja manche Verrückte, die glauben ja tatsächlich, dass JFK Jr. noch lebt.
Vielleicht unter einem Pseudonym wie Q. Aber das ist wirklich zu verrückt. Entschuldigung. Also das wirklich nicht. Ne? Aber wer weiß, also heutzutage würde mich gar nichts mehr wundern. Ne? So viele Verrücktheiten, ne? Dass man gar nicht weiß, wo fängt es denn an und wo hört es auf. Und das Ganze ist ja auch ein Polit-Thriller. Und wir erleben zurzeit einen Polit-Thriller. Es sind die spannendsten Zeiten aller Zeiten. Und ich bin sicher, wir wissen noch gar nicht, wie toll es wird. Ach, wenn es im Moment sich so beschissen anfühlt, das ist natürlich wieder dieses Paradox. Gell? Im Moment ist es so eng wie noch nie und so ein enges Korsett und mit diesem ganzen Corona-Wahn und wir leben wieder in diesem Polizeispitzelstaat, ne, wo jeder jeden verpfeift und wo wir immer überwacht werden und so weiter. Aber ja, es ist drinnen, der Stern geht auf. Ne, wenn Kaspar Hauser eine Sternschnuppe war, dann bin ich sicher, unser Stern geht auf. Ich kann es fühlen, wir haben viele Informationen, die auch in diese Richtung weisen. Darüber berichten wir immer. Der Falco, der Hajo Müller, der Sunny und die Katharine Turner, falls ihr die auch kennt. Und von daher bin ich sicher, die Gegenkräfte sind zwar noch aktiv, aber ich glaube nicht mehr lange. Und dann kann der Christus in uns, der Kaspar Hauser, die Lichtgestalt, Kaspar Hauser, der Christus in uns sich entfalten. Und dann haben Sie keine Chance. Null. Nada. Niet. Okay. Silke, magst du jetzt noch was zum Abschluss sagen? Ich danke dir. Du hast es so schön gemacht. Ich gehe jetzt auch nicht näher auf die Perfiditäten ein. Das lassen wir einfach weg. Das war so ein wunderbares Schlusswort. Ja, und zum Perfiditäten. Ja. Ja, genau. Also genau, das wird aber, ich möchte es jetzt nicht noch näher ausführen, weil das Gute soll ja überwiegen. Und ich wollte nur noch zu Rudolf Steiner sagen, weil er hat uns zu Kaspar Hauser noch gesagt, dass man achten soll, wenn so etwas passiert. Er konnte ja den Tod auch geistig ablesen quasi. Er hat gesagt, dass als sie ihn rausgetragen haben, einerseits die Sonne untergegangen ist und an der anderen Seite gleichzeitig der Mond aufgegangen ist. Und das, also das ein Zeichen war, wie Kaspar eben auch zu verstehen ist. Also dass man auf solche Zeichen unbedingt achten soll. Und es, er wird also diese Mächtigkeit im Tode besitzen, im Sterben, die er in seinem Leben nie, also die Ohnmacht, die er im Leben hatte, wird als Macht in seinem Sterben aufgehen. Und das finde ich auch wunderbar. Ja, genau, das willst du gleich? Ja, dazu fällt mir natürlich ein, dieses, dass aus der Ohnmacht dann die Kraft entsteht. Und da fällt mir der Begriff aufrechter Gottesstreiter ein. Das hat man über Kaspar Hauser gesagt. Er war ein aufrechter Gottesstreiter. Und ich glaube, das trifft auf uns alle hier zu. Ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht, das ist ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Darum geht es gar nicht. Aber wir sind trotzdem Gottesstreiter, auch wenn wir nicht an ihn glauben würden. Das ist das Paradoxe in dem Ganzen. Das ist, dass wir nicht an das Leben glauben müssen, damit das Leben durch uns wirkt, weil es wirkt ja sowieso immer. Ne? Also ein Geheimnis kann ich ja auch noch verraten, weil mich das besonders rührt, weil ich auch so eine sehr tiefe Beziehung zu Friedrich Hölderlin habe. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, denen es auch so geht. Es gab eine bestimmte Zeit, das war in der Hälfte seines Lebens, mit 36 Jahren etwa. Und er hat sich dann von dieser Zeit ab Scardanelli genannt. Also man hat ihn in die Klapse gesteckt, das war natürlich völlig zu Unrecht. Und also er hat, wie Rudolf Steiner uns gesagt hat, seinen Astralleib dem Kaspar zur Verfügung gestellt. Wie das jetzt geht, fragt mich jetzt nicht. Also dieses Seelische, diese Hülle, die uns trägt, hat er wie hingeopfert, damit Kaspar das sozusagen durchtragen konnte für uns. Die Verbindung zur Geistigkeit, zu unserer wahren Herkunft, dass die uns erhalten bleibt. Und dafür hat auch Hölderlin seinen Beitrag geleistet. Das finde ich wirklich sehr erstaunlich. Er hat auch nochmal nachgeforscht, wo er geboren ist, an der Stelle. Und er hat tatsächlich keine vorige Inkarnation sehen, finden können. Und auch da, wo er gestorben ist, ist nichts nachgekommen. Es ist also wirklich eine total unberührte Seele und möglicherweise auch ein höheres Wesen, was sich da in Gnade im Grunde auf der Erde mitvollzogen hat. Es gab wie ein zweites Martyrium Christi, weil eben der Materialismus so stark geworden war im 17.
18. Jahrhundert, sodass die Seelen direkt, die gestorben waren, den Tod mit in die geistige Welt reingetragen haben. Es kam also selbst in der geistigen Welt zu einer Verdunkelung. Und also so beschreibt Rudolf Steiner, dass Christus wie eine zweite Kreuzigung, das war eine Art so ätherischer Erstickungstod, gestorben ist. Und aber die Auferstehung, die danach folgte, die hat bedingt, dass wir die freie Individualität entwickeln können. Also die Individualität, die uns ja vor allen Dingen gerade in Kaspar Hauser auch begegnet. Ja, das hat er uns noch mitgegeben. Und gut, damit mit diesem Stichwort, der Vorhang ist gerissen und wir dürfen jetzt alle auferstehen, ist die Frage von wegen eine Fragerunde. Wollt ihr die jetzt direkt im Anschluss oder braucht ihr dazwischen eine Pause? Braucht keine Pause, okay. Dann würde ich die Fragen einfach jetzt mal entgegennehmen, oder? Wer hat denn eine Frage dazu? Oder haben wir alles restlos geklärt? Hallo Katharina, ich habe schon vieles von dir angeschaut. Mein Name ist Andreas. Letzte Woche hatte ich eine Inspiration, sage ich ganz einfach mal. Alle, die man uns als politische Entscheidungsträger im Schaufenster so schön redet, oder viele davon, haben selber keine Kinder. Ich nenne unsere Murgel Kasnerin, Jens Spahn, Macron, der Theresa May aus England oder euren Kleinen aus Österreich. Und viele andere, die man uns als politische Entscheidungsträger im Schaufenster madisch macht, die haben Kinder. Putin, Donald Duck oder der Johnson in England. Wie hängt das zusammen? Das Kind ist ja auch im christlichen Sinne das, worum es letztlich geht. Ne? Werdet wie die Kinder. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, ne, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier auf der einen Seite die Menschen haben und dann eine sehr, sehr dunkle Macht, die Baals Macht, sage ich jetzt, eine satanische Macht, wie ihr das jetzt immer nennen wollt, ne, könnt zurückgehen auf Babylonien und so weiter. Dazwischen haben sie sich als Römer präsentiert oder wie auch immer. Also sie haben sicher ihre Gestalt geändert. Phönizier waren auch, bei den Phöniziern ist es bewiesen, dass sie die Kinder geopfert haben. Ne? Die fressen die Kinder lieber und das ist jetzt, ich weiß, das ist arg, aber ja, ich sage es einfach, weil es so ist, weil es wird rauskommen. Es wird rauskommen. Ne? Also das mit dem Adrenochrom und so ist längst kein Geheimnis mehr. Ne? Sie bedienen sich der Kinder, sie missbrauchen die Kinder, sie schmieren sie sich auf die Haut und sonst wo. Und ich will gar nicht näher darauf eingehen. Aber auf jeden Fall, wenn sie Kinder haben, dann sind es arme, arme Wesen, die von ihnen rituell missbraucht werden und das schon seit ewigen Generationen. Also ich gebe dir vollkommen recht, du kannst danach erkennen, von wem, wessen Brut bist du oder wie? Oh Gott, okay, ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist sicher alles kein Zufall, es geht ja auch darum, sämtliche alten Werte, sämtliche christlichen Werte, wie ihr das jetzt, ich habe es nicht so mit den, ich meine damit etwas Inneres, nicht eine Religion, gell? Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Also diese Werte der Familie, der Traditionen, der Generationen, diese lang übermittelten Werte alle zu zerstören. Und deswegen braucht man dann einen wie den bei uns hier, ne? einen kleinen schwulen Kurzi. Das ist wichtig, weil, oder ihr habt ja den schwulen Spahn. Ich meine, entschuldigt, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es geht mir nicht darum, jeder kann machen, was er will. Nur wenn du den natürlich als Führerfigur hinstellst und als denjenigen, als Gesundheitsminister, der darüber entscheidet, was gesund ist für das Land, dann ist irgendwas faul im Staate Dänemark, weil da stimmt was nicht. Ne? Also jeder kann machen, was er will, solange er damit niemanden schadet. Aber wenn er aus dem Abwegigen die Normalität machen will. Denn eines ist klar, wenn wir jetzt alle nur noch uns dem eigenen Geschlecht zuwenden, dann werden wir aussterben. Das ist auch klar. Das ist irgendwie eine biologische Tatsache. Also von daher, ja, ganz klar, ich rede ja von der Umstrukturierung. Hier wurde etwas umstrukturiert und es war die New World Order, ja, die neue Weltordnung, die Bush Senior, ein Nazi,
ach, ich will nicht immer das Wort nennen, aber halt ein Herr Sheriff, aus der den Hitler finanziert hat, als der nach Amerika ging. Ne? Das war Bush Senior, der dann dabei war, als JFK umgebracht wurde, ne? Und der dann die CIA gegründet hat. Sie haben den New World Order haben sie gemacht. Ne? Sie haben die neue Weltordnung gemacht. Und Bush hat ja mal gesagt, als er gefragt wurde, ob er Nachrichten schaut, nö, ich mache sie. Ne? Ich schaue sie nicht, ich mache sie. Und von daher... Es war alles fertig. Im Jahr 2000 war die New World Order fertig. Es hätte das Netz nur noch zugezogen werden müssen. Aber irgendetwas ist passiert. Ich nehme an, denn da gab es noch den Trump nicht, ne? Der wurde 2016, gab es dieses Malheur, was für sie undenkbar war, dass die Hillary nicht gewinnt. Denn sie hatten einen 16-Jahres-Plan, der war fix und fertig. Ne? 8 Jahre Obama, 8 Jahre Hillary und das Ding ist fertig. Ne? Und im Grunde genommen war hier in Europa im Jahr 2000 schon alles dingfest. Aber irgendwelche Mächte, das sind wirklich wahrscheinlich geistige oder im Hintergrund oder über uns, vielleicht auch unter uns, ich habe keine Ahnung. Aber sie sind da, sie sind da. Wir sind nicht allein, weil alleine könnten wir uns aus dem Schlamassel nicht rausziehen. Aber leider, das Volk versteht es noch so schlecht. Manche denken ja, wenn morgen Wahlen wären, dann wäre die gute Frau Merkel wiedergewählt. Und bei uns, der kurz oder lang, wurde auch über kurz oder lang wiedergewählt. Also... Ja, aber es werden jeden Tag mehr, wir stellen Dinge in Frage, wir verstehen die Zusammenhänge, wir schauen Sunny mit Verbinde die Punkte und dann verbinden wir die Punkte und denken, hä, das eine macht so viel Sinn, das andere macht überhaupt keinen Sinn, also muss doch das die Wahrheit sein. Gut, ja, sonst noch eine Frage? Es war doch vorhin ein ganz wunderbarer, wertvoller Hinweis über die Zähringer, warum die so durchchristet sind. Also würde derjenige Herr das nochmal so freundlich sein und zu wiederholen, das fand ich sehr nett. Wo ist er? Vielleicht ist er schon weg. Ist er schon weg. Also Siegfried, nicht wahr? Ja. Siegfried. Ich brauche dich. Ach super, prima. Die Zähringer, die meist, die vor allem im süddeutschen Raum dort Stuttgart, Freiburg herum regiert haben. Sie waren selbst keine Eidler von Land. Sie wurden vom Landesherrn immer mit einem Lehen gelehnt, würde ich so sagen, in der Wiederholung. Und deshalb waren sie auch mit ihren Menschen sehr, sehr verbunden. Da gibt es diese Kirchen in Waldkirch und dann gleich noch in der Nähe. Und da haben die Zähringer sehr, sehr viel Geld hineingebracht, um solche Schützfiguren, Gruppen zu bringen, um die Menschen, früher konnte man nicht lesen, da hat man Bilder gemacht, Figuren, und dann hat man gesagt, man ist im Bilde. Ja, und das war die Zähringer ungefähr vergleichbar mit den Regierenden in Unterfranken, da wurde die belehnt, das waren die Ministerialen. Die Ministerialen konnten unfrei sein, haben auch im Auftrag des Landes Herren die Burgen und Ländereien verwaltet und gepflegt. Man hat dazu früher auch mal, das sagte man später auch mal, die Hausmeier. So was die Hausmeier waren, die für Karl den Großen, das war ja auch die Familie der Hausmeier. Ganz lieben Dank, das ist wirklich ein wertvoller Beitrag. Ach so, und weil du gesagt hast, die Geheimdiensten, der erste Geheimdienst als solches war in den USA, ein Hufschmied, ein gewisser Alan Pinkerton, der Dateien angelegt hat über die Verbrechen in der Umgebung und die hat sich dann wahrscheinlich George Washington auch mit zu nutzen. Ja, gibt es noch Fragen? Also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, könnten wir auch an die frische Luft und da kann es ja noch einen internen Austausch geben.